Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. Hallo liebe KiCad-Freunde, heute nochmal kurz die Beantwortung einer Frage. Und zwar geht es hier um die sogenannten oder um den sogenannten Symbolanker. Und ich habe jetzt mal hier im Symboleditor einfach ein beliebiges Bauelement aufgemacht und wir sehen jetzt hier, wir haben hier unser Koordinatenkreuz, also diese beiden Linien hier. Das ist das der Nullpunkt. Ich schalte hier mal das Raster ein, dann sieht man das vielleicht auch etwas besser. Das also hier unten unmittelbar in der Mitte ist von diesem Bauelement ist jetzt unser Symbolanker. Das ist auch in der Regel bei den meisten Symbolen so der Fall. Und jetzt hatte ich ja hier, wir sehen das hier auf der linken Seite bei MyLED, mal ein eigenes Symbol gezeichnet. Und wir sehen, hurra, hurra, ich hatte hier beim Zeichnen von diesem LED-Treiberbaustein im Video vergessen, also diesen Symbolanker, der ja jetzt hier auf dem Pin 1 liegt, eben hier in die Mitte zu setzen. Wie kann ich das machen? Das kann ich ganz einfach nachholen, indem ich einfach hergehe und sage, hier rechts habe ich eine neue Position für den Symbolanker festlegen. Ich wähle mal dieses Werkzeug aus und ich zoome mal hier rein. Suche mir also jetzt hier, so wie wir das am vorherigen Bauteil gesehen haben, hier mal schön die Mitte von diesem Rechteck. Die liegt also hier zwischen Pin 2 und 3 und dann hier in der senkrechten zwischen vom Bezeichner U nach unten. Dort gehe ich jetzt mit meinem Cursor hin und sage, Klick und jetzt achtet mal bitte hier auf das Koordinatenkreuz. Wir haben ja hier einmal die X und hier die Y-Achse, also der Nullpunkt ist im Moment hier. Ich gehe jetzt mal hier auf die Mitte drauf und sage Klick und wir sehen, jetzt haben sich hier auch die Koordinatenkreuzbalken verschoben und mein Symbol sitzt jetzt hier genau mittig, so wie wir das. Ich speichere hier mal ab, dass das auch gespeichert ist. Machen wir das andere nochmal auf. Auch hier sehen wir jetzt, dieses Symbol ist hier komplett völlig aus der Mitte heraus. Auch das kein Problem. Nochmal das Ganze wiederholen. Hier rechts Symbolanker auswählen. Und wir gehen jetzt hier wieder auf die Mitte von unserem Viereck drauf und sagen setzen. Und damit wird mein Bauteil quasi auf dem Koordinatensystem auf den Nullpunkt verschoben. Ich speichere das nochmal ab. Wir sehen hier drüben, das kleine Sternchen ist jetzt weg. Dann schauen wir nochmal hier oben in irgendeine andere, in ein anderes Bauelement rein. Hier sehen wir es nochmal. Also die sind alle hier immer mittig in der zentriert gesetzt. Auch hier, ne, das sind die Standard, das ist eine Standardbibliothek hier, dieses Interface, Extension Interface. Und ich habe das jetzt eben für meine eigenen beiden Symbole nachgeholt. Und dann gehen wir noch mal hier in den Footprint Editor rein. Schauen wir uns das noch mal an. Hier sehen wir jetzt, machen wir mal irgendein beliebiges Bauelement auf. Hier sehen wir jetzt, dass es entweder hier in der Mitte gesetzt ist. Auch hier habe ich wieder diese Möglichkeit zu sagen, leg den Ursprungspunkt Anker des Footprints fest. In dem Fall haben wir hier sogar einen Shortcut. Das ist hier Ctrl-Shift-N, also Steuerung-Shift-N. Und dann kann ich das entweder hier mittig zentrieren oder die Alternative bei den. Schauen wir mal bei den Widerständen, wie es da geregelt ist. Genau. Wir haben also jetzt hier so ein Widerstandsarray. Entweder ist es bei den Footprints hier in der Bauteilmitte oder was bei den Footprints auch gern gemacht wird, ist dann hier den Zentrierpunkt vom Pin 1 zu nehmen und das dort entsprechend auf die Mitte zu legen. Ich schalte mal das aus. Dann sehen wir hier unser Koordinatenkreuz, also unser Nullpunkt. Der befindet sich jetzt hier genau im Zentrum vom Pin 1. Das ist die Alternative dazu bei den Footprints, dass man also hier den Pin 1 nutzt oder eben auch wie bei den Symbolen die Bauteilmitte.
Wobei ich bei den Footprints eher geneigt bin, den Senderpunkt von Pin 1 zu nehmen. Hier auch das gleiche eben, legt den Ursprungspunkt Anker des Footprints fest. Ich hoffe damit die Frage zu dem Thema beantwortet zu haben. Wünsche euch einen schönen Abend, bleibt gesund und bis die Tage. Ciao.